So, und jetzt schauen wir uns dieses Navi an, das Nozza Tech. Das hat ca. 80 Euro gekostet, ist aus China, aus Hongkong. Schauen wir uns mal an, was es alles für Zubehör hat. Eine Halterung für die Heizungsschlitze beim Auto zum Anmachen. Dann eine normale Halterung für den Saugnapf. Eine Sonnenblende, die werden wir noch sehen. Verschiedene Kabel. Kabel für die Steckdose, Kabel für das Auto, verschiedene Schreibsachen, Anleitung für die Fahrzeugheckkamera. Das ist die Heckkamera, die man montieren kann, die ist bei mir noch nicht montiert. Sensoren für die Heckkamera. Das Gerät wird in dieser blauen Tasche geliefert. Und das sieht dann so aus. Durchmesser ist 20 cm breit, 12 cm hoch. Als erstes diesen Sonnenschutz. Da das Gerät recht groß ist, ist es im Sommer wirklich problematisch, was zu sehen. Und mit diesem Schutz, den man einfach drauflegen kann, sieht es dann schon ein bisschen besser aus. Der wird einfach hinten mit Klammern drauf gemacht. Beim Gerät selber haben wir das normale Kabelanschluss, Kopfhörer, eine Micro-SD-Karte und was haben wir hier noch? Nein, das ist der Kopfhöreranschluss. Micro-SD-Karte, normaler Anschluss und hierzu die Reset-Stellung. So. Und dann hält das. Das ist recht stabil. Man hat zwei Verstellmöglichkeiten, hier und hier. Die Neigung, aber sehr gut. Das können wir gerade so lassen. Und schon sind wir im Menü. Das nehmen wir jetzt ein bisschen näher und schauen es uns mal genauer an. Signal GPS. Okay, sie hat kein Signal gefunden, aber wir schauen uns es jetzt mal von näher an. So, dass man ein bisschen was sieht. Jetzt gehen wir zuerst mal ganz nach draußen. Beenden. Das ist der Hauptbildschirm, den man sieht. Hier mit Akku, wo eine Micro-SD-Karte eingestellt ist. Dort haben wir die verschiedenen Apps. Wir gehen hier auf Video, auf Karte. Hier sieht man, dass ein Film installiert ist. Dort klickt man drauf. Und schon geht es los. Helligkeit einstellen. Lautstärkeregelung, einmal antippen für Vollbild, antippen wieder Retour, so, E-Book, man könnte Bücher lesen, Musik hören, Bluetooth, GPS-Info, Datum, dann Rücklicht für die Kamera, Einstellungen kalibrieren, USB, Sprache ändern, alles Mögliche. Wir gehen jetzt aber auf Navigation und hier geht man auf Navigation natürlich. Das geht natürlich bei einem Billig-Navi nicht in einer Sekunde. So, und hier haben wir direkt Karte zeigen oder zuerst auf Meer. Und hier haben wir Einstellungen, Updates für neue Karten, Musikspieler, Bildbetrachter, Rechner, Kraftstoffverbrauch, Sonnenuntergang, Fahrten, Übersicht, Bild,
Einheiten, Kleidung, Hilfe, Länderinfo, Fahrtenübersicht. Sonnenauf- und Untergang ist auch noch interessant. Je nachdem, in welcher Zeitzone man sich befindet, sieht man, wann die Sonne aufgeht. Details. Sonnenaufgang hier in der Nähe, 6.57 Uhr. Sonnenuntergang heute, 19.49 Uhr. Ein interessantes kleines Gadget. So. Mehr ist natürlich als erstes Einstellungen. Hier GPS-Setting. Audio-Warnungen, Sprache, Lautstärke, erweiterte Einstellungen. Nächstes Manöver trotz Entfernung ankündigen, Verhalten im fremdsprachigen Gebiet, komplette Straßennamen ansagen oder nur die Richtung anzeigen. Verwaltung der Fahrzeiten, das ist dann für die LKWs. Zeitgeber konfigurieren. Routeneinstellungen. Fahrzeugstandard PKW, da könnte man ändern zwischen PKW, Fußgänger, Fahrrad, Notfallwagen, Bus, Taxi, LKW. Ob die Route über Autobahnen führen soll, ob die Planung schnell soll sein, grün, kurz oder leicht. Dann haben wir die Karteneinstellungen. Hier ist die Ansicht, ob man 3D will oder 2D. Der Blickwinkel normal, weit oder aus der Nähe. Das Farbdisplay kann man ändern, Tag oder Nacht. Oder natürlich automatisch, das heißt, dieses Schema am Tage. In der Nacht um 6 Uhr wechselt es automatisch. Kartenfarbe bei Tag, Kartenfarbe bei Nacht. Orientierungspunkte ein. Die Fahrzeuggalerie. Hier kann man andere Fahrzeuge für Fußgänger und für PKW einstellen, was man will. Und hier hat man 77 Auswahlmöglichkeiten. Also bei mir ist es jetzt der Robotech. Aber es ist auch, es hat Flieger, Autos, LKWs, Snowmobiles, Roller, Space Shuttle, Rennwagen, Motorrad, U-Boot, Taxi, Auto, Auto, Autos, Autos, eine Kuh natürlich, ein Schrottwagen, einen Helikopter, Luigi darf nicht fehlen, Super Mario auf seinem Dreirad, Autos, dann aus, wer ist das, aus Sega, aus von Sonic, der Partner, Wario, Yoshi, die ganze Super Mario Palette, die Hornet, ein Buggy, ein Bulli, ein Bus, ein Motorrad, Notfallwagen, ein Fahrradfahrer, der fliegende Teppichhändler, eine Frau, ein Chip, ein Hammer und es hört nicht auf, LKWs, Lamborghini, ein Land Rover, Lexus und es hört nicht auf, ein Mann, Mario Kart, ein Panzer, ein Minivan, Sunny und es, ein Panzer, wieder ein Porsche Black, Panzer, ein Quad, ein Rennwagen und hier sind wir wieder bei meinem Robotech. Retour. Orientierungspunkte kann man einschalten. Erhöhungen ein, Routenaufzeichnungen ein, Sondersymbole. Hier kann man anzeigen, was alles angezeigt werden soll. Cafés, Trinken, Essen, Einkaufen, Flughafen, Freizeit, Geld, Gemeinde, Garage, LKWs, Medizin, Parkplatz, Restaurant, Schifffahrt, Sport, Stromtankstelle, normale Tankstelle, Transport, Übernachtung, Übernachtungsmöglichkeiten, Verkehr und Transport. Tonnenweise Sachen. Was haben wir noch? Routenaufzeichnungen. Ein oder aus. Erhöhungen ein oder aus. Dann haben wir Anzeige normal, regional. Programmsprache, Einheiten, Formate, Zeitzonen. Alles, was man bei allen anderen Navis auch einstellen kann. Hier haben wir Datenfelder, Autobahndienst anbieten, Art von Einrichtung, Verkehrsschild anzeigen oder nicht, Tunnelansicht,
Staumfahrungen anbieten und so weiter und so fort. Wenn wir jetzt auf die Karte für eine Route eingeben, auf meine Route, Route erstellen, aktuelle GPS-Position, oder man könnte jetzt direkt auf Suchen gehen und hier eine Adresse suchen, Land, alles eingeben, was man will, Straßenname dann aufwählen und das geht los. Wir werden später noch ein kleines Navigationstest machen, wie es in der Praxis aussieht. Jetzt schauen wir uns noch kurz die Karte an. Die sieht dann so aus. Zeit, Datum, Jahr, Tempo, Tempolimit, aktuelle Zeit. Hier die Satelliten, 10 Satelliten, Höhenmeter, 80% des Akkus. Und hier wäre dann die Geschwindigkeit des Fahrzeuges. Wenn man jetzt wieder retour will, einfach hier auf links unten drücken und wir kommen wieder ins Navigationsmenü. Jetzt schauen wir uns das Gerät einmal während der Fahrt an. Viel Spaß! So, jetzt wollen wir eine kurze Navigation machen mit dem Gerät. Das ist jetzt eingestellt, wenn man raus möchte, hier auf 0. Hier sind meine Route, gesamte Einstellungen auf mehr. Hier wären Einstellungen, Audio, Warnungen, Ansagesprache Englisch, das wollen wir nicht. Dann sucht er jetzt alle Stimmen raus und hier haben wir dann tonnenweise Spanisch, Mexiko, Spanisch, Argentinien, Spanisch, USA, Französisch, Französisch, Kanada, Kroatisch, Italienisch, Japanesisch, Lettland, Litauen, alle Sprachen, Ungarisch und wir nehmen natürlich unsere Hauptsprache, die ist ja leider nicht Deutsch, also gehen wir hier runter und kommen dann hier und nehmen natürlich in. So. Dann gehen wir einmal retour, dann ist es gespeichert. Jetzt gebe ich eine Adresse an, meine Route. Hier kann ich suchen. So, Adresse, dann auf, ist schon gespeichert, dann auf Los. Routenplanung, 5,3 Kilometer, 7 Minuten Fahrzeit, Benzinverbrauch 0,4 Liter. Dann wollen wir mal schauen. Da machen wir bereits was anderes. Wir gehen nicht links, sondern rechts und wollen schauen, wie schnell das Gerät umschaltet. Und die neue Route ist bereits berechnet. 6,4 Kilometer jetzt. 9 Minuten bis zur Ankunftszeit. Unten links haben wir die Fahrgeschwindigkeit. Dann als nächstes unten die 80%. Das ist die Batterie. 337, 36, das sind die Höhenmeter. Dann die Anzahl Satelliten. Zurzeit haben wir zwischen 6 und 7. Und dann rechts oben zuerst Distanz. Die verbleibende Fahrzeit, die Ankunftszeit ist jetzt für 9,53. Plano, повернite налево. Das Farbschema ist natürlich auch änderbar. Man kann, ich glaube, 7 oder 8 verschiedene Farbschemen kann man einstellen. Es hat viele Möglichkeiten. Das angezeigte Fahrzeug, da hat es auch tonnenweise Auswahl von Fahrzeugen, Fahrrädern, Flugzeug, Panzer, was man will. Und wenn wir zu schnell sind, zeigt es rot an. Jetzt ist es wieder weg. Das kann man auch einstellen, ob es nach einem Kilometer Übertretung
ein Signal geben soll oder nach zwei, das kann man individuell einstellen. Hier nehmen wir wieder eine andere Strecke. Aber wir schauen, wie schnell es wieder wechselt. Wir gehen nicht links, wir gehen geradeaus. На следующем повороте поверните налево. Переположить. Und wir sind bereits wieder auf der neuen Route. Вы превышаете допустимую скорость. Jetzt sind wir zu schnell. Ein Problem, das dieses Gerät hat, ist natürlich die Größe. Der Blendfaktor, je nachdem wie die Sonne steht, ist es wirklich problematisch noch was zu sehen, weil der Bildschirm ist doch mit 20 cm riesig. Die Sonnenblende, die man drauf tun kann, die nützt ein bisschen, aber nicht sehr viel. Und auch jetzt hier zum Filmen ist es sehr kompliziert, dass man irgendwie das Bild auf der Kamera sieht. Bei den kleinen Navis hatte ich nie Probleme. На следующем повороте поверните налево. Für den Preis von, was habe ich gezahlt, 80 Euro, da bekommt man wirklich ein großes, gutes Navi. Für die Dinge, die ich es brauche, ist es vorzüglich. Man kann Filme anschauen, man kann sie draufladen, man kann Musik hören, Bücher lesen. Beinahe ein kleines Tablet. Die Halterung ist recht stabil. Ich habe am Anfang gedacht, mit diesem Gewicht, dass es Probleme, dass es immer sehr viel wackelt, aber das ist nicht der Fall. Auch die Saugvorrichtung, der Saugnapf hält sehr gut. Die Halterung für die Liftungsschlitze, die habe ich noch nie getestet. Das geht hier beim Fahrzeug nicht, aber auch so geht es sehr gut. Jetzt geht es schon bald zu unserem Ziel. Eine scharfe Rechts. Und wir nähern uns dem Ziel. Das hat uns sicher nach Hause gebracht. Ein voller Akku, der hält circa 90 Minuten und dann muss es wieder an den Strom. Aktuell läuft das ja hier über den Strom. Und wir nähern uns dem Ziel. Und wie es sich für ein großes Navi gehört, gibt es natürlich auch dann eine Zielankunftsmusik, also eine Fanfare, denn wir sind ja angekommen. Am
Ziel. Und dann schaltet es sich automatisch aus, wenn man im Ziel ist. Wenn man weiter möchte, einfach auf Retour. Die Route ist bereits gelöscht. Man könnte jetzt wieder eine neue eingeben und wieder auf Tour gehen. Alles im Allen ein gutes Gerät. Wenn ich jetzt die Stromverbindung trenne, kommt jetzt auch abstellen oder weiter in Fußgängermodus schalten und so weiter. Wir gehen jetzt aber zurück, gehen auf Deaktivieren und dann schaltet es automatisch aus. So, da sind wir wieder. Ich habe es mir hier bequem gemacht. Und wir haben es jetzt gesehen, für 80, knapp 80 Euro bekommt man sicherlich kein TomTom oder ein riesiges Hightech-Navi mit den stärksten Teilen verbaut. Aber für diese 80 Euro bekommt man ein tolles Navi mit lebenslangen Update, Karten-Updates. Es sieht gut aus, hat eine gute Größe. Der Sichtschutz sieht noch cool aus. Abgesehen so. Auch beispielsweise nur zu meinem Buchlesen ist es sehr gut. Es ist angenehm zu halten. Ich finde, es ist ein gutes Gerät und werde es sicherlich weiter brauchen. Ich habe noch zwei andere, die im Einsatz sind, aber das macht Spaß. Und ich denke auch für den Urlaub, man kann Filme draufladen, Musik hören, ein Buch lesen. Was will man mehr? Also ich sage für dieses Navi, trotz viel schlechter Kritik, Daumen nach oben und bye bye.